Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von The Beast Inside. Wo ich gerade denke, warum tue ich mir das eigentlich an und das auch noch wirklich zu den Feiertagen? Oh Gott, das ist, ach du Scheiße, was ist denn hier nicht richtig? Da ist die Framerate einmal gerade richtig eingebrochen. Aber jetzt wirkt sie halbwegs stabil. So, okay. Wir wollten uns... Also eigentlich wollte ich mich ja hier nicht umsehen. Aber ich denke, wir müssen wohl mal. Hallo? Schon erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht hier sein möchte. Gegenstand wurde dem Inventar hinzugefügt. Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Waren das Streichhölzer? Ach, das war Streichhölzer, ne? Wenn das Streichhölzer waren, dann ist alles gut. Was ist das hier? It looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. There was a judge that used to come to our house. What was his name? Norton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How was that possible? And the other man? The one in the hat. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. And about all the other missing people. Ja, genau. Der andere Mann, der Mann mit der Maske, der den Richter gejagt und eingesperrt und höchstwahrscheinlich auch auf überaus brutalste Art und Weise ermordet hat. Der hat bestimmt seinen Vater auch eingesperrt, das wollte ich sagen. Ganz bestimmt. Es gibt überhaupt keine andere plausible Möglichkeit, die in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise Sinn machen würde. Wie zum Beispiel, dass der Mann mit der Maske der Vater ist oder irgendwie sowas in der Art. Nein. Ganz bestimmt nicht. Das wäre ja total wahnsinnig. Richterliche Perücke. Es sieht so aus, als wäre das Opfer ein Richter. Aber warum würde der Entführer diese Perücke in den Keller bringen? Wollte er den Mann verhöhnen? Eine Kurbel, mit der ich die Tür öffnen kann. Maybe I could use it to open the door. Oh, ich habe jedes Mal Angst, mich überhaupt erstmal wieder umzudrehen. Was ist denn das da rechts? Und vor allem, warum habe ich das Gefühl? Also ich habe meistens hab ich das Gefühl, das Spiel läuft da total flüssig. Und dann habe ich wieder das Gefühl, das geht gar nicht. Wie seht ihr das denn? Ich meine, ultra hoch eingestellten Details bei den Texturen, die würde ich nach Möglichkeit schon ganz gerne beibehalten, weil das hat ja schon einen gewaltigen Unterschied gemacht mit den Bildern zum Beispiel und so. Wo es ein Zahnrad gibt, muss es auch einen Mechanismus geben, aus dem es entfernt wurde. How in the world did they get out if... Eine gute Frage. Oh Gott. Warte mal. Hallo? Hallo? The judge is bleeding heavily. He will look for help. Wo
Folge der Blutspur. Ja, genau. Wunderbar. Und dann auch noch mit... diesen ominösen Geräuschen wieder. Dieser Soundkulisse. Die macht mich fertig. Oh Gott, ich werde schon wieder richtig nervös. Ist da oben rot? Okay, der ist nicht hier in die Ecke geflohen. Der ist tatsächlich nach oben gegangen. Wie viel Petroleum habe ich denn noch? Oh Gott. Der ist neu hier, ne? Ich erinnere mich daran, dass einer der engsten Freunde meines Vaters ein Richter war. Ich glaube, sein Name war Norton. Moment mal. Wurde sein Name nicht in diesem Zeitungsartikel erwähnt? Stand da nicht, dass Norton entführt und ermordet wurde? Wie kann es dann sein, dass ich ihn gerade gesehen habe? Und wer war die andere Person? Sein Zylinder? Mein Vater trug einen, der ihm sehr ähnlich sah. Oder vielleicht war es derselbe? Vielleicht hat er ihn meinem Vater gestohlen, bevor... Ich werde ihnen folgen. Ich hoffe nur, dass ich nicht mit einem Skalpell in meiner Schläfe oder einem Rasiermesser an meiner Kehle ende. Doch, du Idiot, genau das wird passieren. Genau das. An dieser Stelle möchte ich übrigens schon mal frohe Weihnachten wünschen. Ja, heute ist doch Heiligabend, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Warum guckt ihr euch heute sowas an? Warum tue ich mir heute sowas an? Hallo? Blood trail. I can use it to track him down. Wartet mal, Leute. Wir gehen jetzt mal in die Optionen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen... Ja, hier, die Auflösung habe ich ein bisschen runtergeschraubt, weil ich gedacht habe, dann läuft es etwas flüssiger. Die Schatten nur auf Mittel machen vielleicht. Vegetation auch. FPS in aktueller Szene 30. Ich finde das interessant, dass das hier angezeigt wird. Versuchen wir es erstmal so, mit Schatten auf Mittel. Das macht nämlich, glaube ich, schon einen gewaltigen Unterschied bei den FPS. Also die Blutspur, die führt nach hinten. Wir machen erstmal den Keller zu. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ein bisschen Petroleum wieder rein in unsere Lampe. Natürlich. Natürlich ist er nach draußen in den dunklen Wald gelaufen. Ich möchte das nicht. Musste das sein, du Arschloch? Gott, jetzt mal ganz ehrlich. Musste das... Tat das denn wirklich Not? Ja. Ab und zu rutscht er auf 22 runter. Aber im Großen und Ganzen ist er eigentlich stabil bei 30, teilweise sogar 52 FPS. Ich gehe ja schon. Und hier draußen ist tatsächlich relativ hell, oder? Will ich so vom Gefühl sagen. Also ich kann ganz gut was sehen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Da hinten brennt Licht. Auf der anderen Seite der Brücke brennt verdammt nochmal Licht. Und das ist die Brücke, die in der in unserer Zeit kaputt ist, ne?
Die Lampen führen theoretisch irgendwo hin. Okay, ich beiße an. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? There. Go to the inn. I thought it closed many years ago. Aber die Lichter führen. Und jetzt soll ich. Oh mein Gott, ich will das nicht. Der Flüchtige blutet sehr stark. Seine Spur führt zum Gasthof. Ich begebe mich auch dorthin. Hat jemand meine Familie mit einem Fluch belegt? Oder ziehe ich auf magische Weise Unheil an, da ich nicht in der Lage bin, die Traumata hinauszuschreien, die mich seit meiner Kindheit plagen? Vielleicht verschwand mein Vater gar nicht, sondern wollte einfach nur nichts mit jemandem wie mir zu tun haben. Oder vielleicht kann ich den Revolver eigentlich ausrüsten? Der alte Revolver meines Vaters, Kaliber 45. Er fing an, mir beizubringen, wie man jagt, als ich noch ein Jugendlicher war. Wann auch immer ich mein Ziel verfehlte, schlug er mir ins Gesicht, weil ich Munition verschwendet hatte. Ich wurde schnell besser, bis ich mein Ziel öfter traf als er. Okay. Speicherpunkt. Das ist immer sehr beruhigend. So ein Speicherpunkt, der würde doch niemals... Was hat denn der da gerade automatisch eingesammelt alles? Maybe I could use it. Munition. Das gefällt mir nicht. Ich will gar keine Schusswaffe haben. Ich habe ein ganz blödes Gefühl dabei. Kann ich zielen? Ja, kann ich. Okay. Ja, das musste ich ja mal rausfinden. Oh. He must have known. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. Wo schießt du denn hin? Wo schießt du denn hin, du Idiot? What? He's vanished into thin air. Bullets only keep him away for a while. Na toll. Dann sollte ich mich vielleicht beeilen. Und natürlich der Blutspur folgen. Wo ist er? Da kommt er. This is useless. Will he finally leave me alone? Ich denke, ich werde mir das Haus hier ansehen. In der Hoffnung, dass es hier Munition gibt. Und die gibt es ja auch in der Tat. Dann gehen wir nach hier hinten weiter. He's back again. How do I get rid of him? Oh Gott. Obwohl es geht. Also man kommt ganz gut damit zurecht gerade.
Wichtig ist, dass ich mich immer irgendwo positioniere, wo ich sehe, von wo er kommt. The fuck? Und so sieht das aus, wenn man in diesem Spiel stirbt. Ja, dann hatten wir mal den letzten Checkpoint. Wo war denn der letzte Checkpoint? Ich wette, der letzte Checkpoint war jetzt gerade... Also wo wir den Geist dann quasi das erste Mal vertrieben haben. Ich wette, wir müssen den Wald in einem Rutsch machen. Würde ich zumindest vermuten. Aber das ist meine Chance, mal einen Schluck zu trinken. Ich muss ganz ehrlich sagen... mit einem funktionierenden Revolver, mit dem man den Geist vertreiben kann, und der Tatsache, dass immer wenn der auftaucht, dieser Nebel aufzieht, damit ich quasi auch noch vorgewarnt bin und er ja auch noch relativ laute Geräusche macht, um mir zu zeigen, hier, guck mal, schau mich an, ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt. Streichel mich. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Also die Szenen im Haus... Wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ach du Scheiße, was passiert hier? Gleich muss ich rennen, sonst sterbe ich oder was? Das war schon um einiges schlimmer. Und ich frage mich gerade, ob das so eine einmalige Sequenz ist hier mit der Munition oder ob wir häufiger mal den Kampf aufnehmen. Wo quasi so ein Szenario haben wie in Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Ach du Scheiße, ja gut, das ist sogar noch ein bisschen weiter vorne, als ich gedacht habe. So, jetzt kommt der Geist. Mit dem Quicktime-Event. He must have. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. But he did nothing. He let him do it all. What? He's vanished into thin air. Okay. Da kommt er. Müssen ihm in den Kopf schießen. In den Kopf schießen ist er instant erstmal weg. So, was mich jetzt interessiert, ist halt, ob er an einer bestimmten Zeit auftaucht. Oder an bestimmten Orten. Also nach einer bestimmten Zeit, okay. Hier war wieder Munition. Ich glaube, er ist hinter uns. How do I get rid of him? Regeneriere ich mich wieder? Ah toll, hier war ein Checkpoint. Das ist natürlich bitter. Ist das von vorne oder von hinten? Kommt von vorne. Okay.
Mit dem Zielen, das muss ich noch üben, ne? Und das wäre auch sehr angenehm, wenn die Sterbeszene nicht so lang ist. Na gut. Hals kratzt schon wieder. Aber im Moment ist es nicht so wirklich so stressig. Eher so ein ärgerlich, wieder daneben geschossen. Wie gesagt, gerade in so Geistergeschichten, so übernatürlichen Sachen, in dem Moment, also allgemein in Horrorgeschichten, aber in so Geschichten mit übernatürlichen Elementen, so mit Geistern und sonst was, ist es meistens noch deutlicher wahrnehmbar. In dem Moment, wo man mir eine Waffe in die Hand drückt und eine Möglichkeit, mich in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen und zur Wehr zu setzen und meine Kontrahenten in Schach zu halten oder potenziell eventuell sogar zu besiegen, da geht die Horrorstimmung so ein bisschen zurück.